Und damit, Gummo, Gummo, Gummo zusammen. Wir sind wieder hier bei News Spekulatius. Na, klar doch. Und heute mal wieder mit etwas Seelenbalsam für meine Yokai-Brüderschaft da draußen. Daher hier auch irgendwo die gesonderte Yokai-News-Ausgabe, meine Fräuleins. Denn es ist mal wieder soweit, ja. In 2 Tagen hat die Marke Yokai Watch schon wieder Geburtstag. Es ist, by the way, der 10. Geburtstag von Yokai Watch. Und wir wollen uns anschauen, was uns da erwarten könnte. Oder eher, ob uns da überhaupt etwas erwarten könnte. In diesem Sinne darf ich doch recht höflichst um Ihren Daumen nach oben bitten zur geheiligten Unterstützung dieses, ja, Videos. Vielen Dank für Ihren geheiligten Support. Und ja, aktiviert auch sehr gerne natürlich die Ehrenglocke, falls ihr denn auch, ja, abonniert habt und ihr wollt nichts von Yokai Watch verpassen. Oder generell von Level 5, aber darauf gehen wir gleich noch ein bisschen weiter ein. Aber ja, first things first. Am 9. Juli 2021, eventuell erinnert ihr euch noch an dieses Datum, da war ja das 8 Jahre Yokai Watch Jubiläums-Event, das ich ja ursprünglich livestreamen wollte, das aber irgendwie so gegeoblockt war. Man konnte nur mit VPN auf diesen 8-Jahres-Geburtstag-Stream von Yokai Watch zugreifen. Das war richtig cringe, ne? Und allein schon aufgrund der Tatsache, dass am 9. Juli 2021 was passiert ist, dass es da einen Livestream gab, gehe ich deswegen einfach mal so kackendreist davon aus, dass in 2 Tagen auch so etwas passieren wird. Es ist ja fast soweit, ne? Und ich bin ehrlich mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht aber alles irgendwo nicht danach aus, als würde da großartig was kommen. Und das aus folgenden Gründen. Kommen wir zu Punkt 1. Akihiro Hino, der Level 5 besitzende Bruder, könnte man sagen, na klar. Und also einmal ganz kurz, der ist entweder noch mies am Kochen und in den Vorbereitungen auf den 10. Geburtstag und vielleicht auf eine neue Level 5 Vision oder whatever. Oder da kommt einfach nichts. Ja, Ding ist, ich scroll mal so ein bisschen rum. Er scheint momentan relativ inaktiv auf Twitter zu sein. Das ist sein aktuellster Tweetverlauf, müsst ihr euch vorstellen. Und seine aktuellsten Tweets gehen halt auch null in die Richtung von Yokai Watch. Und da einmal ganz kurz zur Erinnerung. Am 24. Februar hatte Hino ja dieses Teaserbild zum neuen Yokai Watch Projekt gepostet, worüber wir auch wirklich tausendfach geredet haben. Und wenig später müsst ihr euch vorstellen, Ende März hatte er angekündigt, yo, hier, ne, der Yokai Watch Anime auf TV Tokyo geht zu Ende. Und ihr müsst euch vorstellen, seitdem kam nichts mehr in Richtung Yokai Watch. Oder was auch sein kann, ich habe es erfolgreich gedodged, I guess. Das kann auch sein. Aber offensichtlich durch die News gegangen, ist da halt legit nichts. Und das ist halt auch nicht nur in Sachen Yokai Watch der Fall. Es ist ja so in allen möglichen Spielen, die Level 5 dieses Jahr angekündigt hat für uns. Dekapolis, um da nur ein Beispiel zu nennen, da ist auch noch gar nichts zugekommen. Ja, also nicht nur Yokai Watch bleibt verschont und unversorgt mit Neuigkeiten. Das ist ja bei allen anderen IPs, die es von Seiten Level 5 gibt, auch der Fall. Und ihr müsst euch das einfach mal geben, ja, das bisher einzige, was zum 10. Geburtstag von Yokai Watch als Anniversary mehr oder weniger bekannt ist, ist diese DX Yokai Watch hier, diese 10th Anniversary Edition, Limited Edition von Bandai. Also quasi, müsst ihr euch vorstellen, das Ding hier. Und also, das ist schon seit Monaten bekannt. Das ist das Ding. Das hier, diese Yokai Watch, ist schon seit Monaten vorbestellbar, müsst ihr euch vorstellen. Und parallel dazu, wenn man, ich sag mal, noch relativ großzügig sein will zum Dazuzählen von Anniversary Events, dann muss ich das 10th Anniversary Event im Puni Puni dazuzählen. Da schauen wir auch die Tage eventuell mal rein, eventuell sogar auch in einem sogenannten Stream, aber dazu, wenn es soweit ist. Aber ich sag euch, wie es ist, ja, diese beiden Sachen zum 10. Geburtstag von Yokai Watch, also, ich weiß nicht genau, was ich da noch sagen muss, aber ich glaube, das ist ein bisschen wenig, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen wenig und mir kommt es so vor, als würde die Brand Yokai Watch momentan aber sowas von
stiefmütterlich behandelt werden. Und das ist halt absolut Allmann und gelinde gesagt. For real. Ich meine, klar, ja, Level 5 soll sich alle Zeit lassen, die sie benötigen, um uns Neuigkeiten zu unter anderem Yo-Kai Watch bereitzustellen. Das ist nicht das Ding. Ja, wir haben schon so lange gewartet, da können wir auch noch ein bisschen länger warten. Jetzt auch mit dem Wissen, dass sie ja wieder im Westen sind. Wobei, ja, so wenig wie die momentan ankündigen, könnte man sich eventuell denken, das war vielleicht nur Paulanergarten von denen. I don't know. Aber sie sollen sich alle Zeit lassen, die sie brauchen. Das will ich damit sagen. Und ne, weil das Ding ist halt auch so, wie es aussieht, sind sie ja auch sehr stark mit ihren anderen Spielen beschäftigt. Ich hatte eben schon erwähnt, Dekapolis, Inazuma Eleven, ja, Fantasy Life, Megaton Musashi, das sind alles Spiele, die sollten eigentlich in diesem Jahr erscheinen. Aber selbst zu diesen Spielen hat man bisher noch gar nichts gehört. Ja, gar nichts. Und die Wartezeit auf News macht das halt auch nicht besser. Ja, gerade wo wir auf Yo-Kai Watch Neuigkeiten warten und wir auf den 10. Geburtstag geradezu rasen, wenn man so möchte. Aber hey, vielleicht übertreibe ich das Ganze auch nur ein bisschen und morgen kommt die ganz plötzliche Shadow-Drop-Ankündigung, die das gesamte Internet auseinandernehmen wird, wenn Akihiro Hino dann wahrscheinlich den zweiten Teaser-Bild postet und sagt, morgen gibt's mehr in einem Stream. Ganz bestimmt, Copium. Aber was denkt ihr, meine sehr geehrte Brüderschaft und meine Schwestinenschaft? Schreiben Sie es doch sehr gerne hinein. Ist der 10. Geburtstag von Yo-Kai Watch nichts anderes als gestorben oder eventuell vergessen von Level 5? Das kann ja auch sein. Schreibt es ja gerne in die Comments. Bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl. Machen Sie es gut.